sind wir gleich da, ne? Ja, und ihr seid auch schon da. Ja, hallo Freunde, willkommen hier bei den Scooterinnen, heute in privater Natur. Es gibt eine neue Kategorie bei uns, die heißt eigene Projekte und soziales Engagement. Da geht es einfach darum, dass wir unsere Reichweite nutzen wollen, um anderen zu helfen. Ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, ja? Und wir durften am Wochenende die Sea Dogs kennenlernen. Und das hört sich nicht nur interessant an, das ist auch sehr interessant. Und was die Sea Dogs genau machen, das zeigen wir euch jetzt. Komm mal her, ich hab was für dich. Komm mal her. Ah, siehst du, mit Bulette kann man nicht. Das ist Bulette jetzt, ja? Ja. Du magst Bulette? Ja, das ist deins? Dann mach mal Platz. Achso, du machst mal... Achso, okay. Dann mach mal Sitz. Ah, das funktioniert schon. Das ist ja cool. Na, da bin ich aber gespannt, was die Jungs und Mädels hier zu erzählen haben, ne? Da geht's hier schon los. Hier gibt's nicht nur süße Hunde, hier gibt's auch süßen Tee. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe Tee bekommen. Ja, warum? Wir haben heute 3 Grad, wir haben ja schon 2 Videos heute gedreht und diese Finger sind keine Finger mehr, das sind 10 Eiszapfen. Ja? Aber ich trinke jetzt erstmal meinen Tee aus und dann schnappen wir uns mal den Sascha und dann lassen wir uns mal erklären, was die Sea Dogs hier tatsächlich so treiben und machen. Ich bin gespannt. Ja, ist euch schon aufgefallen, dass ich heute nicht der Größte hier bin, ja? Sascha! Hallo. 2,03 Meter. Du bist Vorstand? Genau. Ich bin der erste Vorsitzende und der Einheitsführer der Rettungshunde Sea Dogs. Der Rettungshunde Sea Dogs. Also ich will es nochmal ganz kurz erklären. Ich habe euch ja gerade schon im Auto erzählt, wir fahren heute zu den Sea Dogs. Ihr könnt euch da draußen natürlich nicht vorstellen, worum es heute geht. Ist geil, weil ich habe ja den Stream, den ich am Sonntag gemacht habe, wieder gelöscht. Es geht heute um das Thema Rettungshunde. Und der Sascha mit seinen Leuten, Sascha ist hier der Vorstand, die trainieren jetzt im Prinzip an 2-3 Mal die Woche diese Hunde. Das sind Privatpersonen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die keine staatliche Unterstützung erhalten, sondern die das tatsächlich ehrenamtlich machen. Genau, wir machen das alles komplett ehrenamtlich, werden dafür nicht entlohnt, für die Einsätze nicht, für die Ausbildung nicht. Ja. Staatlich werden wir gar nicht gefördert. Ja. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Okay. Ja. Also ihr seid ein gemeinnütziger Verein, nur damit die Leute das mal verstehen. Wo ist ein EJ? Wo ist dieser verdammt coole Hund? Um genau zu sein, ist das ein belgischer Schäferhund. Guckt euch das mal an hier nebenbei. Total süß. Ja? Er ist jetzt 10 Wochen alt. Den müsst ihr noch locken mit Bulette. Das finde ich richtig cool. Ja? Ich mal meiner Mama Bescheid sagen soll, der die gleich jetzt hier macht. Und diese Hunde werden ausgebildet. Im speziellen Sinne werden die ausgebildet für Rettungsmissionen. Ist das richtig? Das ist richtig. Also was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Erklär doch mal, Sascha, ganz gut, genau, den Leuten, die das jetzt zum ersten Mal sehen, was macht denn ihr eigentlich? Also wir bilden die Hunde aus. Wie gesagt, seit 10 Wochen. Seit 2 Wochen ist er bei uns hier im Training. Okay. Wir suchen vermisste Personen, verschüttete Personen, ertrunkene Personen. Ja, auf so gesehen, also wenn jemand vermisst wird, dann wird er dann die Polizei gerufen. Hallo, wir vermissen sowieso. Ja. Und meistens sind es demenzkranke Leute zum Beispiel, die abhängig sind, die dann von uns dann gesucht werden. Erstmal natürlich die Polizei mit ihren eigenen Mitteln oder Behörden oder anderen Organisationen. Und wenn die dann halt erschöpft sind, dann rufen sie halt noch eine Rettungshundestaffel dazu. Ja. Und dann wird so gesehen gemeinsam unter der Führung der Polizei diese Person gesucht. Okay, und ihr seid quasi auf Spenden angewiesen. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Wir haben uns ja gesehen am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt. Genau. Da sind wir vorbeigeschlendert, ne? Und ich hatte noch keinen Glühwein-Intus, ja? Und da habe ich die jetzt gesehen mit ihren Hunden und dachte mir, was ist denn da los? Wieso sammeln die Spenden? Das muss doch eigentlich normalerweise staatlich gefördert werden. Nein, wird es nicht. Ihr zahlt ja eure Klamotten selber. Also rein theoretisch, genau. Wir werden gar nicht gesponsert oder sonst was vom Staat oder von sonst irgendjemandem. Das ist alles, wie gesagt, Ehrenamt. Wir sind auf die Spenden oder Sponsoren angewiesen. Ja. Wir hatten ja am Samstag, haben wir das Thema gehabt. Alleine die Klamotten, die uns jetzt die Firma Esgard zur Probe zur Verfügung gestellt hat. Ja. Jacke und Hose kosten rund 1.000 Euro. Warum? Muss ich jetzt mal fragen, was ist denn daran so teuer? Nur damit es die Leute da draußen auch mal verstehen. Genau. Daran ist so teuer, das ist, sag ich jetzt mal, auch so eine Kleidung, die die Feuerwehrleute tragen. Ja. Sie ist komplett wasserdicht. Okay. Was natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir natürlich bei Wind und Wetter die Person suchen und nicht nur bei 30 Grad im Sonnenschein. Okay. Und wenn natürlich wir oder die Mitglieder dann auch im Wald die Person suchen zum Beispiel oder auf dem Wasser sind, dann sollte das natürlich wasser- und winddicht sein. Wie gesagt, bei Regen, das hatten wir auch schon öfter, wenn es halt regnet, nach 10 Stunden, wenn wir wenigstens Klamotten haben, die natürlich trocken sind, weil wir natürlich alle dasselbe Anliegen haben, natürlich die Person zu finden. Ja. Ne?
gerade wenn Kinder auch weg sind, da hat er natürlich noch jemand immer mehr den Anspruch, ja, Mann, auf jeden das, Fall. Das Kind zu suchen, ja, zu finden, ja, dass man dann natürlich auch wieder den Eltern übergeben kann. Was ist denn so der Ansporn von euch? Warum haben wir jetzt hier, wie viele Mitglieder seid ihr dann insgesamt? Wir sind momentan 11 Mitglieder. 11 Mitglieder, aber ihr braucht noch Mitglieder, oder? Wir suchen noch Mitglieder. Ganz wichtig. Ja, wir suchen Mitglieder, wie gesagt, Sponsoren. Sponsoren, ganz wichtig. Genau. Was treibt denn denjenigen an, der hier bei euch Mitglied ist? Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was muss ich denn für Grundvoraussetzungen mitbringen? Muss ich Grundvoraussetzungen mitbringen, um Nein. so einen Hund mit... Also, den Hund, den habt ihr ja zu Hause, ne? Genau. Der Hund ist ein ganz normaler Familienhund, ja, der bei uns zu Hause wohnt, ja, lebt. Wir nehmen ihn überall mit hin. Die sind ja sehr, sehr sozialverträglich. Ja. Und deswegen können wir natürlich mit den Hunden auch überall hingehen, ne? Ja, ja, das verstehe ich. Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ich würde gerne bei den Cheerdogs anfangen und ich habe jetzt, weiß ich nicht, einen Pudel. Genau. Würde das funktionieren? Ja, würde funktionieren. Und ich muss auch noch mal explizit dazu sagen, wir suchen nicht nur Mitglieder mit Hund, ja, sondern wir suchen natürlich auch Mitglieder, die uns allgemein unterstützen wollen. Ja. Weil bei uns ist es auch so, wenn ein Hund in Einsatz geht, ja, dann hat er noch einen Helfer dabei, der okay, den Hundeführer zum Beispiel unterstützt. Oder wir arbeiten auch mit Drohnen, um natürlich den Sucherfolg nochmal deutlich zu erhöhen. Hat man Wald, Wiesen, Felder. Wahnsinn. Können wir denn da auch mit einer Drohne arbeiten? Ja. Da suchen wir auch händeringend noch Leute, ja, die Spaß haben, sag ich jetzt mal, am Drohne fliegen. Und das dann auch richtig professionell. Hab ich Bock drauf, ne? Also könnte ich auch machen. Definitiv. Aber natürlich, so eine Drohne kostet auch verdammt ja, ja, viel Geld, dass ja, ja, man damit halt auch, sag ich mal, das Kind, was zum Beispiel auf dem Feld liegt, was wir ja nicht hoffen wollen, oh mein Gott, auch finden kann. Ne? Wow, was für eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt mal ganz im Ernst. Also mir ist jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, an euch da draußen zu appellieren, auch an die YouTuber, die das jetzt vielleicht gerade sehen. Teilt das doch mal. Ich finde das totaler Wahnsinn letzten Endes. Ja? Diese Menschen machen das wirklich, die sind normalerweise noch berufstätig und machen das nebenher ehrenamtlich auf eigene Kosten. Werden diese Hunde hier ausgebildet? Wie oft? 2-3 Mal die Woche? Oder? 2-3 Mal die Woche. Also 2-mal in der Regel immer, ja, und dann 3-mal. Die meisten müssen dann natürlich arbeiten. Also alle unsere Mitglieder sind berufstätig, ja, und die müssen dann arbeiten. Aber wenn man dann natürlich mal nicht zum Training kann, Arbeit geht immer vor. Irgendwoher muss ja das Geld kommen für die Miete. Und dann ist es tatsächlich so, jetzt früh morgens um 4 explodiert das Haus irgendwo in Schöneberg, dann werdet ihr angerufen und dann stehen die Mitglieder parat und suchen da vermisste Personen. Vollkommen richtig. Boah. Und das wird nicht unterstützt. Er kriegt ja eine Krise, ja. Also, was können wir aktiv tun? Was könnt ihr aktiv tun? Ihr habt ja eine Webseite, ganz, ganz wichtig in dem Fall. Wie lautet die? Genau, www.rettungshunde-sealdogs.com. Und was kann man da jetzt machen? Kann man jetzt direkt auf der Webseite spenden oder wie läuft das ab? Genau, also wir haben da eine Kontonummer hinterlegt, ja, da kann man dann per PayPal auch zahlen, ja, und ja, oder halt ganz normal überweisen. Okay, und derjenige kriegt dann auch eine Spendenquittung? Derjenige kriegt dann auch, wenn gewünscht, eine Spendenquittung, ja, genau. Also wichtig ist, wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Spenden, damit im Prinzip das Thema hier ausgebaut werden kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt im Dunkeln trainiert. Also nochmal, es ist stockduster, man sieht nichts mehr. Die Hunde kriegen jetzt eine Glocke. Genau, also die Hunde, die haben ein Geschirr, was sie umkriegen. Ja. Damit wird dem Hund dann auch signalisiert, so, jetzt wird gearbeitet. Ja. Damit schaltet der Hund, sag ich mal, einen Arbeitsmodus. Der hat dann eine Glocke drauf, ja, sodass der Hundeführer dann weiß, wo sich der Hund gerade befindet. Und das dann halt nur nach Gehör. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ihr versteckt jetzt irgendwas im dunklen Wald und der Hund muss es finden, oder? Genau, wir würden jetzt zum Training eine Person verstecken. Ist ja abgespaced. Und dann wird der Hundeführer den Echt? Hund losschicken, der dann die Person sucht und dann natürlich auch findet. Könnte ich auch sein, oder? Selbstverständlich. Dann bin ich das heute. Das heißt, wir gehen jetzt gleich in den Stealth-Modus. Wir machen gleich das Licht aus, verstecken uns im Wald. Ich verstecke mich im Wald und erwarte, dass die Hunde mich finden. Das wird jetzt super interessant. Also, ihr macht eins, ihr guckt nochmal bitte in die Videobeschreibung. Da packe ich euch nochmal die Adresse rein und vor allem auch den Link zur Webseite, wo ihr dann spenden könnt. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Geld, wir brauchen Mitglieder. Es geht hier darum, Leben zu retten. Es geht darum, dass ihr euch mal einen Kopf macht, ob man nicht den einen oder anderen Euro in seiner ja, Brieftasche locker machen könnte. Der ist aber auch süß, ey. Was? Ja, du bist so süß. Also machen wir jetzt eins, wir gehen jetzt in den Stealth-Modus. Ich verstecke mich und dann bin ich gespannt, ob die Rettungshunde von den Cheerdogs mich finden. Ich werde mich gut verstecken. Ey, Fabi würde ausrasten, wenn er die kleinen Dinger jetzt hier sehen würde, wa? Die kleinen Stofftiere. Oh ja. Ja, was ist wichtig? Spenden, 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 Freunde. Gerade für so eine Aktion sollte man mal gucken, ob man nicht noch einen Euro im Portemonnaie hat und das Ganze über der Webseite mit dem PayPal-Link entsprechend raushaut. Ganz wichtig. Ja? Also, seid nicht so geizig, spendet lieber. Und Mitglieder suchen wir übrigens auch noch. Auch ganz wichtig. Also wir machen gerade noch den Test im Endeffekt, bevor ich mich gleich im Wald verstecke.
Und ich glaube, ich renne gleich weg. Schröder hat's doch. Jawohl. Jawohl. Super. Also die haben mich jetzt in den Wald geführt. Ich muss jetzt gleich die Lampe ausmachen. Wir sind jetzt gut 150 Meter von dem Ausgangspunkt weg, mitten im Wald. Ich höre die Glocke von Schröder und ich mache jetzt das Licht aus und bin gespannt, ob er mich finden wird. Ist ja total spannend. Und Schröder geht voll ab. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Warte, warte, warte. Also er rennt um mich rum. Nein! Du hast es gefunden! Du hast es gefunden, Schröder! Du bist ja eine Maschine! Das gibt's nicht. Komm, und hol dir! Das ist ja unglaublich! Das ist ja unglaublich! Was machst du denn, Süßer? Das ist ja... Ja, gib her! Das hast du toll gemacht! Unglaublich! Es hat ja keine 5 Sekunden gedauert, du hast mich gefunden! Wahnsinn, Süßer! Wahnsinn! Dann komm, dann gehen wir zurück. Wegpacken, das Ding. Ach so, aber ist ja verrückt. Ja? Ich steck das Spieli weg und dann wählt er auch und dann kannst du ziehen und ihm geben. Ach, okay. Dann klaut er dir das, wenn er das sieht. Alles klar, das gibt er dann auch nicht mehr wieder, ne? Wenn jemand im Wald liegt, der hat ja kein Spielzeug. Ah, okay. Aber er ist innerhalb von 10 Sekunden war er bei mir. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Na, dann traue ich doch noch tiefer in den Wald. Nehme ich. Oh Mann, ey. Wir könnten hier auch Blabitz drehen, ja? Aber wir haben ja Schröder da, der beschützt uns. Das ist alles kein Problem. Ah. Also ich verstecke mich jetzt noch tiefer im Wald. Die Mädels haben mir gerade erklärt, dass ich das Spielzeug wegpacken muss, damit sich Schröder dann hinsetzt und anfängt zu bellen. Das ist dann quasi das Signal, dass die vermisste Person gefunden wurde. Und das macht man jetzt hier natürlich noch auf eine spielerische Art und Weise. Und ich werde mich jetzt mal hier hinter dem Baum werde ich mich jetzt verstecken. Okay. Okay, jetzt kommt er wieder. Ich höre ihn. Ich kann ihn hören. Das gibt's doch nicht. Da ist er. Und ich versteck mich. Ja. Ja, du hast mich gefunden. Das ist ja klasse. Und jetzt willst du das Spielzeug natürlich haben, ne? Dann komm mal mit. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Super. Toll machst du das. Wir können schaden. Okay, super. Ja. Du bist wieder hier? Also wurdest du gefunden? Ich wurde sogar zweimal gefunden. Also ich bin vollkommen geflasht, ehrlich gesagt. Es ist stockduster da draußen. Ich bin bestimmt 150, 200 Meter reingelaufen. Querfeldein, ihr habt es ja gesehen. Und Schröder ist wirklich straight a line. Innerhalb von 10 Sekunden hat er mich aufgespürt, hat sich hingesetzt, hat angefangen zu bellen. Also so muss ich mir das vorstellen, wenn die Hunde mal die Witterung aufgenommen haben von jemandem, der vermisst wird. Richtig. Boah. Die Hunde arbeiten halt viel über die Nase. Ja. Und dann natürlich auch über das Optische, wenn wir ein bisschen Licht haben. Ja. Nacht natürlich rennen sie rum, benutzen ihre Nase und da, wo sie was bekommen, den Weg gehen sie hinterher. Ey. Und wir haben es ja gesehen, 10 Sekunden. Boah. Obwohl er gar nicht wusste, wo du bist. Er hat mich sofort gefunden. Ey, was für eine coole Aktion. Und ich hatte dich ja gerade schon nochmal gefragt, wie das hier im Prinzip aufgebaut ist. Ihr habt tatsächlich auch richtige Hundetrainer. Dann gibt es Hundeführer. Also derjenige, der seinen Hund mitbringt, ist der Hundeführer. Und dann habt ihr direkt einen Trainer, der quasi dann dem Hund so dieses Handwerkszeug beibringt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also unsere Hundeführer, die wir haben, ja? Das sind auch dann gleichzeitig die Ausbilder. Aha. Die haben sich das über die Jahrzehnte oder Jahre angeeignet. Ja? Und das vermitteln wir dann natürlich den neuen Mitgliedern. Okay. So gut wie wir können, super. So schnell wie wir können, ja. So engagiert wie sie sind. Unglaublich, unglaublich. Also ich von meiner Seite aus kann nur sagen, ich finde das absolut beachtenswert, was hier passiert. Das ist absolut ehrenvoll, sich da aufzuopfern und vor allem auch anderen Menschen zu helfen, ohne eine Gegenleistung dafür haben zu wollen. Ich kann nur meinen größten Respekt euch allen aussprechen in dem Fall und ich hoffe, dass die Community, die jetzt da draußen ist, das auch mal teilt und vielleicht auch unterstützt hier an der Stelle mit ein bisschen Geld und vor allem auch mit neuen Mitgliedern. Also wenn ihr jetzt jemanden habt in diesem Berliner Umkreis, trainiert wird wo? In welchem Berlin, Bezirk? Brandenburg. Berlin-Brandenburg, da gibt es dann genaue Termine und genaue Standorte, wo ihr das machen dürft. In dem Fall, dann geht auf die Webseite, ich schicke das unten nochmal in die Videobeschreibung mit rein und unterstützt und helft. Das ist eine super, mega Aktion. Ich danke dir. Marcel, und schön, dich hier gehabt zu haben. Sehr gerne und ich glaube, wir sehen uns wieder. Ich hoffe es. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, das war's, Freunde. Meine Frau hat meinen Tee ausgetrunken, wie ihn jetzt. Krieg ja nicht mehr. Ich gehe. Danke, Schatz.
Boah, ich muss das erstmal sacken lassen, ey. Was waren das für mega nette Menschen, ganz im Ernst. Du musst mal überlegen, die opfern sich selber auf, das ist ja deren Zeit, ne? Und dann sind die auch noch so dankbar, ja? Das ist auch nochmal so der Schlag Mensch, wo man sich selber sagt, ey, den hilfst du gerne, ja? Die tun was für andere, die bekommen nichts dafür, ja? Und sind auch noch dankbar, wenn sie zumindest ein bisschen Support erhalten. Ich kann nur sagen, Respekt, Respekt, Respekt. Also jeder, der das jetzt da draußen sieht, unterstützt mal bitte die Sea Dogs, ob das jetzt mit Geld ist, ob das jetzt mit einer neuen Mitgliedschaft ist, weil ihr sagt, ihr seid hier in dem Dunstkreis von Berlin und ihr habt da Interesse, weil ihr habt ja gehört, ne? Die suchen noch Leute, die Drohnen fliegen. Voll cool eigentlich. Ja, dann könnt ihr selber auch einen Hund haben. Die Hunde werden dann entsprechend ausgebildet zu Rettungshunden. Das ist ja unglaublich eigentlich, ja. Und die müssen natürlich auch aus ihrer eigenen Tasche alles bezahlen. Ich finde das total heftig. Es ist mir persönlich echt ein mega wichtiges Anliegen, dass wir die Sea Dogs hier unterstützen an der Stelle und dass wir vielleicht auch den einen oder anderen YouTuber begeistern können, unser Video zu teilen. Oder vielleicht auch mal eine Reaction zu machen. Ey, das wäre doch mal geil. Leute, das wäre richtig, richtig cool. Macht doch mal eine Reaction vielleicht auf dieses Video. Oder ihr kennt einen Fernsehsender. Das wäre doch was für das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Warum denn nicht? Das sind so eine netten Menschen, die es einfach verdient haben, dass sie unterstützt werden, weil sie selber anderen Menschen helfen. Boah. Ey, das war jetzt auch mein Schlusswort. Ich merke gerade selber noch, ich habe Gänsehaut. Ich wachse selber an dieser einen Stunde, die wir jetzt da waren, weil es mich einfach innerlich bewegt. Und ich mir denke, ja, was habe ich eigentlich so in den letzten Jahren dafür getan, anderen Menschen zu helfen? Und ich merke gerade, war eigentlich, ja, war man schon ein krasser Egoist. Ja. Und dann triffst du auch so eine Menschen, ja, die echt auch dankbar sind. Krass. Also, unterstützen. Tut mir den Gefallen. Alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bitte. Das war's.